Scheier zwischen Ärmer Reich als besonders zu Lützeburg an den letzten Jahren immer mehr groß ging. Zum damit den 90er Jahren wies den Undeel von denen Leuten, die dem Armutsrisiko ausgesetzt sind, konstant un. Entretan leidt den Tod bei rund 16% Tendenz klammend. Besonders stark betroffen Familie mit Kindern, Alleinerziehender, durch eine besonders Frauen. Und noch ganz viele Leute, die schaffen gehen. Immer mehr Leute müssen in einer prekären Verhältnisse schaffen, kriegen just Teilzeit-Arbeitsplätze, obwohl sie gerne für mehr schaffen. Und immer mehr Leute haben just befristet Arbeitskontrakte, den CDI als längst keine Normalität mehr. Der Chômage ist heute zu Lützeburg bei einem noch immer ganz hohen Niveau, und das besonders bei den Jungen. Der Mindestlohn ist zwar formal mehr hoch zu Lützeburg wie in anderen Ländern, aber auch im Verhältnis zu den realen Lebenshaltungskosten zu Lützeburg zu niedrig. Weil auch der Mindestlohn ist zu Lützeburg kein Schutz für ein Armutsrisiko mehr. Aber wenn ihr dann mitkriegt, dass sich die Regierung öffentlich Gedanken macht, für eine Verfassung zu ändern, für Mesuren dran zu schreiben, für Notstandsgesetze zu erlösen zu können, dann muss ich sich fragen, ob wir nicht zu Lützeburg besser hätten, den Etat d'urgence sociale zu deklarieren und entsprechend Mesuren zu holen, am Platz Freiheitsrechte anzuschränken. Applaus